So Leute, der Björn hat auch sich hier so einen Namensaufkleber geholt. Die kann man sich bei Sons of Battery bestellen. Link dazu in der Videobeschreibung habe ich auch hier drauf. Wo ist der? Rechts oder links? Da. Da. Ja, und guck mal, bei mir ist er so drauf. Ne? Der Björn hat eben gesagt, Leo, ich habe jetzt auch so einen Aufkleber. Schaut mal beim Björn, der Aufkleber. Der hat einen speziellen Schutz noch drauf. Ja, das jetzt gerade, wie gesagt, Björn, warum ist da die Schutzhülle drauf? Steinschlag und sowas. Ja, jetzt sieht das doch gut aus. Da ist die Schutzfolie weg. Was hast du denn mal gedacht? Dass das so der Aufkleber Du aussieht. wusstest doch, ich musste schnell los und ich habe den noch gerade drauf gefeuert. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video zusammen mit dem Björn im Emser Bikepark. Wir möchten heute einmal den Bikepark euch vorstellen, weil ich bin den schon gefahren. Ich weiß schon, was es hier Neues gibt für 2023. Der Björn kennt das noch nicht, deswegen schauen wir uns das alles an. Also fahren einmal komplett mit euch durch und dann bei der zweiten Abfahrt möchten wir bei ein paar Elementen anhalten und vielleicht ein paar Challenges ausprobieren. Ja, ich würde sagen, das ist nicht ganz so gelaufen, wie wir es geplant hatten, aber dazu gleich mehr im Video. Wir nehmen euch heute dabei mit, wünschen euch viel Spaß beim Dabeisein. Los geht's! Wer von euch im Emser Bikepark noch gar nicht war, kurze Information, das ist ein Bikepark, wo am Wochenende auch ein Shuttle fährt. 5 Euro pro Fahrt, glaube ich, kostet der. Unten steht dann ein Shuttlebus oder Shuttle-Taxi, der euch dann wieder mit hierhin hochnimmt. Es gibt zwei Parkplätze, einmal oben, also wir stehen jetzt hier am Start, hier Standort. Es gibt einen Parkplatz oben und einen Parkplatz unten, aber der ist recht klein und da ist auch ein Getränkemarkt, da sollte man nicht unbedingt parken, sondern nur auf diesen Schotterplatz, sonst gibt es manchmal Ärger. Und da ist nachher auch der Shuttlebus. Also wenn ihr dann die komplette Strecke durchgefahren seid, beim letzten Abschnitt müsst ihr nochmal komplett runter bis in den Ort. Und da steht dann der Shuttle. Hier oben habt ihr ein bisschen Werkzeug, eine Standluftpumpe. Hier ist das Werkzeug drin, falls ihr noch ein bisschen was tunen müsst an eurem Bike. Ich erkläre euch während dem Runterfahren ein bisschen was, weil hier gibt es auch immer eine Alternativline oder Chickenline nennt man das auch. Oder gerade wenn es nass ist, dann sollte man auch manche Holzelemente nicht befahren. Ich erkläre euch das nebenbei beim Runterfahren. Björn, da gibt es ein paar Sachen neu. Schau es dir vorher an. Ich fahre aber schon mal vor. Alles und klar. Dann sehen wir uns an dem Trailabschnitt Ende. Also hier kann man alternativ, wenn man nicht über dieses Holzelement möchte, hier links entlang fahren. Ansonsten geht es hier über das Table, Anlieger. Hier den Jump kann man doublen. Hier links geht es auf die Chicken Line, dann geht es nämlich da rechts. Ansonsten hier über den Drop. Für das Wallride könnt ihr sehr gut fahren, auch als Anfänger. Das hier ist neu für 2023, so ein paar Bodenwellen. Und hier auch ein neuer Drop. Und hier wurde ein bisschen was reshaped. So, am Ende des Trails machen wir immer einen Hinterradumsetzer. So habe ich das Hinterradumsetzen gelernt. Also immer, wo ich einen Trail beendet habe, immer hier so versucht ein bisschen Hinterrad umzusetzen. Wenn ihr euch das angewöhnt, dann habt ihr auch im Bikepark, wo ihr dann eure 10 Abfahrten oder so habt oder mit den Abschnitten hier alleine bei einer Abfahrt 5 oder 6 Abschnitte jedes Mal einen Hinterradumsetzer eingebaut und so mal wieder geübt. Hier sind so drei coole Elemente. Den ersten skippe ich, indem ich rüberspringe beim zweiten kleinen Tabletop. Und hier, das ist ein Kicker, aber den mache ich mal einen Pre-Jump, also ein Bunny-Hop vorher, dass ich den Kicker als Landung, also hinten dran, als Landung reinspringe. Und hier hat man, ich glaube, das hieß früher mal Anaconda. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch so genannt wird, aber hier seht ihr auch verschiedene Absprünge und hier über das Holzelement hat man einen Drop. Hier ein Jump, links Chicken Line, ist auch ziemlich cool. Und dann hier geht es über ein paar Tables. Der hier kickt ein bisschen mehr, deswegen nicht erschrecken. Und hier kommt ein richtig geiles Table. Hier das ist richtig schön. Ich habe mich eben erschreckt. Meine Bremsscheibe hat gescruggelt. Nicht, dass da was lose ist. Nein. Genau, Alternativline seht ihr da. Für da entlang und
kann man auch machen, macht auch Spaß. Da sind auch ein paar neue Sachen, aber das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr selbst hier seid. Abschnitt 4. Da ist auch nichts Neues, aber so ein bisschen reshaped, alles so ein bisschen bearbeitet, haben die gut gemacht. Und ja, hier hat man oft zwei unterschiedliche Starts, einmal den Drop, einmal eine kleine Stufe. Und ja, der Rest ist, schauen wir uns an, ist nicht alles überfahrbar. Los geht's. Also hier rein, hier der Jump, schießt einen ziemlich weit raus, nicht erschrecken. So, und hier gibt es rechts eine Chicken Line, hier rechts vorbei. Ansonsten geht es hier über das große Gap, Anlieger und hier den Sprung. Und dann gibt es hier noch einen Kicker. Auf jeden Fall sehr schön gebaut hier, die Abschnitte, die Sprünge funktionieren richtig gut, das gefällt mir. So, und hier Hinterradumsetzer. In die andere Richtung. Voll aufs Maul gelegt. Echt? Ja. Wo? Bei Maximum Speed. Auf wo? Nach dem Gap. Boah. Naja, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Bei der hohen Geschwindigkeit macht man dann relativ viel Strecke und dann kam der Anlieger und dann war ich schräg im Anlieger und dann ist mir das Vorderrad weggerutscht. Ich hätte langsamer fahren müssen, hätte weniger droppen müssen, sondern einfach mehr springen gucken, dass ich parallel mit beiden Rädern aufkomme und dann wäre ich auch den Anlieger sauber gefahren. Aber naja, ich wusste nicht mehr genau, wie weit der ist und im Zweifel bin ich dann ein bisschen schneller gefahren und wusste auch nicht mehr genau, wie die Landung aussieht, also bin ich mehr gedroppt als gesprungen. Ja. Und ja, dann habe ich es halt verkackt. Aber Gott sei Dank nichts passiert. Protektoren hat er angehabt. Hier im Emser Bikepark empfehle ich euch auch immer mit Knieschoner, Ellenbogenschoner, Handschuhe, Fullface-Helm. Fullface muss man hier eh fahren. Nach Möglichkeit noch Brust- und Rückenprotektor auf jeden Fall. Ich fahre da immer nur mit, also ich fahre immer ohne Brust und Rücken, aber Ellenbogen schon auf jeden Fall, weil wenn ich stürze, falle ich immer auf die Ellenbogen und auf die Finger. Deswegen habe ich auch immer Handschuhe mit Protektoren. Meine Finger sind aber trotzdem ziemlich vernarbt, schon ein paar Mal genäht. Und wenn Björn, zeig mal, genau, hier hat es geschützt, hier war der Knieschoner, der Ellenbogenschoner und hier ein bisschen abgeschürzt. Ich hätte fast tatsächlich den Ellenbogenschoner vergessen und Leo hat dann nochmal gesagt, ziehst du keine Ellenbogenschoner an und dann habe ich gedacht, verdammt, den muss ja noch anziehen. Und man sieht es ja auch hier, der hat mich echt gut geschützt. Ja, ja. Also eigentlich hat alles geschützt. Ich habe eine Protektorenhose an, die hat geschützt, weil ich ja auch hier auf die Hüfte ein bisschen gefallen bin. Hier oben das, die Kamera war komplett, wie soll man sagen, ja, im Dreck. Ja. Und zum Glück hatte ich den Linsenschutz drauf. Hast du ihn jetzt abgemacht? Willst du so weiterfahren? Nee, ich mache den gleich wieder drauf. Ich mache erstmal alles sauber. Ja. Ja, und der Brustprotektor hat natürlich auch geschützt. Ja. Also deswegen Hinweis, es kann immer passieren und zieht echt die Sachen an. Das hilft was. Mach den jetzt nochmal, damit ich ein gutes Gefühl habe. Okay, dann komme ich mit. Dann verstecke ich mein Fahrrad irgendwo im Wald. Ja, hier siehst du es. Genau. Da ist das Vorderrad aufgekommen, dann ist hier weggerutscht und dann bist du da reingekracht. Genau. Dann sieht das alles noch. Ja, krass. Alter, guck mal, wie weit das ist. Ja. Okay, dann was geht's. Okay, also wir starten in die Chicken Line rein. Aber hier ist eine geile Kurvenkombi. Hier ist den Jump raus. Ein Anlieger. Chup, chup. So, und hier bei diesem Abschnitt sollte man versuchen, die ganze Zeit wirklich so schnell wie man nur kann zu fahren, damit man die Sprünge gut bekommt. So wie hier den. Wow. Jetzt kommen ein paar steilere Tables, die lassen sich auch sehr gut springen. Und hier das habe ich noch nie hier in die Landung geschafft. Wie schnell ich da sein muss, auch mit dem E-Bike habe ich es nicht geschafft.
ordentlich anzutreten. Und hier, wenn ihr hier einen Stoppie rausmacht, hier und jetzt Stoppie. Jawohl, jetzt müssten wir einen Geheimgang freigeschaltet haben irgendwo. Und gleich mal nachschauen. Geheimgang. Donnerstags macht er immer eine Dönerbude auf. So rechts rausfahren. Sonntags natürlich die Eisdiele. So, und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt. Der ist, würde ich sagen, vielleicht am anspruchsvollsten, weil es hier ein paar größere Jumps gibt. Okay, hier starten wir rein, Falllinie. Steinfeld. Jetzt kommen ein paar schöne Tables. So, hier muss man obligatorisch ein Stoppie reinstarten. Außensprung. Oh, das hat nicht geklappt. Hier ist ein größerer Jump, den als Anfänger nicht anfahren. Ich habe da manchmal auch ein bisschen Struggle, wenn ich drauf springe, weiß ich nie, wie die Flugphase wird. Weiter Sprung und hier links laufen lassen, nicht zu langsam und auch nicht zu schnell. So. Ich bin den Table gesprungen. Hier ist auf jeden Fall. Ach, da. Boah, die ganze Achse ist raus. Ja. Heute ist echt nicht dein Tag. Nee. So spinne ich das immer. Alter. Die Achse ist in Ordnung. Ja, die Achse ja, aber hier das Gewinde, das ist eigentlich. Ein bisschen oder ein Gegenstück ist daraus. Ich weiß nicht, wie das hier bei Transition normalerweise aussieht. Aber das hat sich wahrscheinlich lose gedreht und ist raus. Frage, wo das ist, ne? Das ist irgendwo auf dem Trail. Aber, Björn, du hast mich dabei und ich habe Adleraugen wie ein Fuchs und wir werden das auf jeden Fall finden. Gott sei Dank, auf Leos Verlass. Ich fahre nochmal das letzte Stück runter, um das euch zu zeigen. Und dann holen wir den Björn ein und dann werden wir erstmal das Teil suchen. Hoffen. Oder es ist bei dem Table rausgeflogen gerade. Das könnte natürlich auch sein. Das kann auch sein. Willst du da schon mal hingehen? Ich geh da hin und da guck. Also Todesabschnitt. Hier das North Shore. Das ist mal wieder eine coole Challenge hier, das Ding. Und dann die Wippe. The Wipe of Death. Wow, beim Wind ist das richtig krass. Wow. So, und letzter Abschnitt. Das ist so mein Lieblingsabschnitt hier. Komplett naturbelassen, also ziemlich. Kleine Kurven. Hier die Stelle. Wow, fast hätte ich mit dem Gesicht Baumstumpf geküsst. So, haben wir jetzt schon mal den Emser Bikepark komplett die Pro-Line gesehen. Wie gesagt, gibt da noch
die Chicken Lines, die sich aber auch lohnen. So, ich habe jetzt ab dem Drop gestartet und schaue hier jetzt auf der Strecke, ob da irgendwo ein kleines, schwarzes, glänzendes Ding liegt. Das kann natürlich auch hier in der Rechtskurve so daraus geflogen sein, aber man muss einfach auf sein Glück hoffen, dass es dann doch irgendwo auf die Strecke drauf gerollt ist. So, ich habe da etwas gefunden, aber das ist leider nicht die Schraube. Das ist eine Endkappe, Reverse. Muss mal gucken, wir müssen da so eine Fundsammelstelle machen. Oben am Start lege ich das hin. Alles, was ich hier gleich noch finde, lege ich oben am Start bei dem Werkzeug hin. So, da haben wir noch was gefunden, aber das ist leider nicht das von Björn. Und zwar ist das ein Dub, Volker Dub, ist ein Bekannter von mir. Das gehört wahrscheinlich dir, steht der Name drauf, Dub. Und das lege ich auch oben in die Fundgrube. Das ist ein Teil von der Klingel, kommt auch in die Fundgrube. Oh, ein Deo. Hier bist du ja gestürzt. Genau. Und wenn da hier so ein krasser Einschlag war, dann könnte es echt sein, dass es dann abgegangen ist und dann hier runtergerollt ist. Hier in den Blättern, hätte ich jetzt gesagt. Hinter dir? Oder ja, nee, hier. Ja, ja, hier. Genau, denke ich auch. Björn. Hm? Alter, nein. Yes. Alter. Ja, wir haben jetzt, von hier waren wir schon einmal komplett unten. Nein, das gibt's nicht. Und jetzt sind wir wieder hoch, wollten nochmal abgehen und hier bei dem Drop gucken. Und genau ist er hier. Alter, yes, Björn. Mega. Geil. Top. Aber komm, oh, das ist echt abgebrochen. Das ist echt abgebrochen, das Gewinde. Ja. Das ist abgebrochen. Bei dem Sturz ist das passiert. Das ist ja hier. Ich dachte, das hat schon rausgedreht, aber. Nee. Ja, dann brauchst du das Teil ja eh neu. Ja. Da können wir ja trotzdem nicht fahren. Richtig. Ich dachte, das hätte ich nur rausgedreht, aber das ist halt doch die Hülse rausgebrochen. Kannst du rausdrehen? Nee, die ist fest, ne? Das war jetzt total sinnlos, dass wir die gefunden haben. Ja, das ist beim Sturz passiert. Hier sieht man schön. Kannst du das da ja, ja, aufnehmen? Sieht man. Das ist, genau, das gebrochen. Gewinde steckt noch drin. Ja, ich habe gedacht, dass die Hülse einfach nur sich rausgedreht hat, aber die ist doch rausgebrochen, deswegen war es das dann trotzdem für heute. Also, Challenges werden wir heute leider keine mehr machen können, aber das werden wir einfach wiederholen. Der Björn gibt nicht auf, er will das Bike doch noch zum Laufen bekommen. Also rein geht's ja noch hier. Ja, dann musst du zum Laufen. Weit genug durchschieben. Vielleicht war die Achse nicht weit genug reingedreht und deswegen ist es rausgebrochen. Das könnte natürlich sein. Kann man nicht ganz ausschließen. Das kann man nicht ausschließen. Einfach auf den Boden gefallen. Müssen wir abhalten, Björn? Nee, danke. Stell dir vor, du hast dein Leben lang einfach diese Perspektive. Und du hast immer einen Schokoriegel vor der Linse. Das passt schon. Komm rein. Guck mal, wie die Linse aussieht. Ja, ich meine, wie die. Ich hab schon gesehen, ja. Ah, das passt. Nee, das greift nicht mehr. Mm-mm. Nein! Schon wieder. Wo ist denn? Also Schokolade, die hätten wir nicht gefunden. Nee, geht nicht. Kannst du rausziehen. Ja. Ja. Ja, kannst du rausziehen. Ist locker. Ja, das war's für heute, liebe Zuschauer. Ja, die Challenges können wir heute nicht machen, machen wir nächstes Mal. Aber trotzdem, Emser Bikepark 2023 mit den Neuerungen vorgestellt. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen mit den Challenges, vielleicht das nächste Mal. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein, ciao, ciao. So, wir sind jetzt hier an der Fundgrube angekommen und wir schauen jetzt mal, was ich heute alles ergattert habe. Und zwar habe ich für euch einmal ein, das muss ich mitnehmen, das ist zu krass Müll, da ist eine Mülltonne, das tun wir gleich rein. Ich stelle es jetzt aber trotzdem mal hier auf, weil das halt mit zur Fundgrube dazugehört. Also es ist ein Deo, ein verschlissenes Deo. Dann habe ich einmal ein Ersatzteil für eine Klingel. Und dann habe ich vom Herrn Dub, hier diese Mutter, das ist Spezialmutter, dahin.
Und dann habe ich noch ergattert. Eine Reverse Endkappe. So, und habe ich auch noch ergattert diesen Stein, der aussieht wie so ein Auto. Also, wie so ein Auto, das hat mir sehr gefallen. Und der kommt auch hier hin. Moment, ich tue den mal dahinter. So, okay, das schmeißen wir in den Müll. Hier ist eine Mülltonne. Das tun wir hier entsorgen. Das tun wir natürlich nicht normal entsorgen. Björn, mach mal auf, bitte. Björn macht es auf. So. Ja. Du auch, so du auch. Okay. Der Björn hat ja früher Basketball gespielt. Das war ganz schön miserabel, was du da gerade abgezogen hast. Der war gut, der war gut. Wenn ihr noch mehr offizielle Flowtrails, Bikeparks und Trails in Deutschland und nahe im Ausland sucht, dann schaut doch mal auf meiner Trailmap vorbei. Dort findet ihr alle Spots, die ich in den letzten 10 Jahren schon mal besucht habe, mit Video und Anfahrtsadresse. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da oder wenn nicht, dann halt runter. In beiden Fällen unterstützt ihr meinen Kanal. Wenn du keins meiner Videos mehr verpassen möchtest, kannst du hier über den Button meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und wenn dich noch mehr Videos zusammen mit dem Björn interessieren, dann schaut dir doch mal dieses Video an.